Willkommen zurück zu einer neuen Folge Hammerwatch. Hier in Folge 11 sind wir jetzt auf Floor 4, haben ja den ersten Boss schon besiegt und hier geht's jetzt weiter. Sind natürlich wieder zu dritt am Start. Seid ihr auch alle da, genau? Ja, moin, moin. Was ist das für eine Frage? Ja, wo wollen wir denn jetzt hin hier? Lauft mal nicht so hyperaktiv. Achso, okay. Wir wollten ja nach links gehen und mal sehen, was da jetzt auf uns wartet. Das müsste auch auf der Minimap, ich blende sie mal kurz ein, noch unerkundet sein. Ja. Oder halt nicht. Nee, aber da haben wir wahrscheinlich den Schlüssel für, ne? Naja, ja, da ist eine Bronzetür, also von denen haben wir ja genug. Was ist denn das Rote? Ach, das ist die Boss-Tür. Genau. Stimmt, wir sind hier gestartet irgendwo, ne? Hier sind wir rausgekommen. Irgendwie der Start vom Level oder sowas. Ja. Ja, und wir kamen nicht durch die goldenen Türen, richtig. Aber hier ist eine Bronze. Ne? Gehen wir da rein. Der Paladin geht vor. Oh. Er darf aber als erstes shoppen. Was ist das für ein Händler? Oh nice. Combo. Move Speed. Yay. Awesome. Move Speed. Hm. Alter, bist du ein reicher Typ? Ja, wahrscheinlich sogar mehr. Ich habe ja so ziemlich alles gekauft, was los war. Mal sehen, mal sehen. Aber ich nehme den Health Pool. Beide. So. Ich bin zufrieden. Okay, was hat er denn für mich? Was ist denn Move Speed? Okay, Move Speed brauche ich glaube. Obwohl, nicht, dass es später Gegner gibt, die schneller laufen als wir. Das wäre schon ärgerlich. Aber für euch wäre das schon sinnvoll. Ich stehe sowieso nur rum und schwinge mein Schwert die ganze Zeit. Also ich brauche auf jeden Fall mehr Mana. Und eventuell brauche ich sogar noch mehr Mana. Ich glaube, ich kaufe mir mal ganz viel Mana. So. Oh. Okay. Und dann darf Timo auch nochmal shoppen. Wie ging das nochmal? Mit Angriff. Greif ihn an. X. Okay. Also wir haben hier Mana Pool 3. Ich bin auch super reich. Das ist schön. Health Pool. Ich glaube, ich nehme nochmal den Mana Pool. Und Health Pool auf jeden Fall auch. Ja, und den Health Pool 3 kann ich mir leider nicht mehr leisten. Na gut. Oh. Ich kann noch mal vorbei. So, wie kam ich nochmal raus wieder? Kreis. Oh, ja. Ja. Okay. Wir finden ja, ich sehe ja schon links, dass wir da wieder ganz viel Kohle finden, wenn wir hier mal rüber gefloatet kommen. Aber noch können wir da irgendwie nicht rüber. Ja. Vielleicht bald. Da unten waren wir auch, ne, bei dem Combo-TB. Ja. Oh, wie kommen wir an diese Münze ran? Das ist zur anderen Seite, da ist ja schon der Schalter. Oh, aua! Okay. Oh, hier müssen wir runter. Ja, gehen wir runter. Du stehst hoch. Die ganze Zeit in den Flammen. Alex. Gut. Nee, das war Verbrennungsschaden. Also. Kommen wir nicht da irgendwo nach links? Auch nicht oben rum? Also da oben waren wir ja schon. Oben rechts. Okay, dann müssen wir goldene Schlüssel besorgen, ne? Ja. So, jetzt sind wir auf Floor 6. Genau, wer hat denn jetzt hier einen goldenen Schlüssel für uns? Schon ein Gegner für uns. Okay, hier sind auch schon wieder die ganzen Schilder für weitere Händler. Ich glaube, hier ist das, wo man sich richtig aufleveln kann. Schau mal, interessant. Okay. Wo ist denn hier jetzt eine verdammte brüchige Wand? Oh, oh, diese Skelette halten ein bisschen mehr aus. Sehe ich nicht. Sterben auch alle sofort weg. Na gut. Timo, der alte Looter hier gerade, das habe ich gesehen. Wow, Fernkämpfer, Hilfe. Shit. Okay, oh, ja. Moment. Fernkämpfer sind dein Metier. Okay, ich stürze mich auf sie. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was ist das denn für einer? Nein, er hat mich gekillt. Was war das? Die Irokesen-Viecher sind gemein. Ah, ja. Wow, die sind gebufft, geh mal zurück. Alter, gut. Was geht denn hier ab gerade? Die haben irgend so ein Totem hier aufgestellt. Mach oh, das weg. Scheiße. Ich brauche Heilung. Das Ding ist ziemlich stabil. Die Fernkämpfer müssen da weg, Alter. Das ist das. Ja, ja, ich weiß. Boah, was? Der will mich. Boah, gut, Timo. Yeah, ich habe auch einen getötet. Hast verstehe. Du das gesehen? Nice, nice, nice. Jetzt alles auf der Aufnahme. Ich habe ihn getötet. Alleine. Irgendwie verwandeln sich die Dinger da. Da ist noch so ein Irokese. Den müssen wir jetzt töten. Ja. Rache! Ich könnte Heilung gebrauchen. Ja, dann müsstest du mal herkommen. Okay. Los geht's, Heilung bitte. Ja. Okay, das. Ja. Alex wird hier auseinandergenommen. Okay. Alles gut. Kann mich ja verteidigen, wenn so, ich weiß, was unten ist auch noch ein Apfel sonst. Okay, schnappe ich mir den ab. Alter, das wird.
gerade echt hart hier mit den Gegnern. Hier unten ist noch Loot, Loot, Loot. Und da oben. Loot, Loot, Loot. Nee, ja. So. Sieht jemand eine zerstörbare Wand? Vielleicht. Nein. Bis jetzt noch nicht. Verdammt nochmal. Ich will in einen Bonusraum, in eine Secret Area. Oh, hier ist noch... Es spawnt da nichts. Seltsam. Gleich ein Bug oder so. Wir haben sie aufgegeben, wir waren zu mächtig. Ja. Die sind alle. Also ich gesagt, nope. Ah, warte, hier kann man irgendwo durch die Wand. Oder das rausporten. Wahrscheinlich rausporten. Das also ist auch nur ein Anker, oder? Der bringt ja nichts. Ist nur ein Leben, bringt uns nichts, weil wir unendlich haben, aber ja, trotzdem. Also sollten wir gucken. Wir wollen ja alles haben. Hier ist ein Schalter. Sollen wir den drücken? Ich drücke ihn. Nichts passiert. Passage. Tja, wo mag das wohl sein? Wir müssen ich wahrscheinlich mal hier unten? Nee, hier nicht. Tja, ich glaube, das ist schon das Ende dieses Abschnitts. Oder? Ja. Oder? Ja, nee, da oben geht's weiter. Ah, da oben. Ja, ja. Gut gesehen, ja. Die ist natürlich sehr auffällig, die Passage hier. Oh Gott, Irokesen. Oh, der hat mehrfach Schuss, pass auf. Okay. Und da ist wieder so eine Statue auch. Oh, ja, Gott. Jetzt wird's hart. Jetzt wird's sehr haarig. Zurück, geh zurück, geh zurück. Niemals. Timo heilen und ich mach hier... Oh Gott. Was passiert hier bloß? Sterbt. Oh Gott, ich muss auch flüchten. Flüchten, flüchten. Flüchten! Mach weg. Warte, ich bleib hier jetzt vorne stehen und... Ja, genauso. Und ich klau dir eine Heilung. Oder so. Okay, die Statue. Das ist eine bronzene Tür und eine Vendor-Coin. Ah, cool. Aktivier mal den Schalter. Ist das ein... Nein, nee, das da portet man die Vendor-Coin drauf, ja, ne? Aber wie? Ihr wollt Flammen? Ich habe Flammen. So, hier oben ist noch irgendwie safe, sobald die Viecher weg sind. Okay, da links ist auch noch eine Statue. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Verdammt, das ist ein bisschen schwierig. Aber da, wo Alex steht, ist, glaube ich, jetzt gerade sicher. Ja. Mehr oder weniger sicher. Ja. Wow, ja, wow, vielleicht auch nicht sicher. Okay. Also hier zu stehen geht halt, wenn keine Gegner kommen. Ja, aber wir wollen wir erst rechts oder erst links die Statue links machen? Also da ist nur ein Spawnpunkt. Links sind zwei. Rechts sind zwei. Okay. Wir müssen nach links. Versuchen. Wie kann man hier an der Wand lang? Ist hier noch safe? Ich glaube ja. Wir können sie ja mal herlocken. Ja, dann machen wir sie fertig. Richtig. Dinger machen mich ja. Oh Gott, du siehst aus wie einer von denen, Johann. Ja. Ich verwechsel dich gerade mit denen. Schade, okay, dass du also mich auch kann irgendwie bis hier wahrscheinlich gehen. Zack, okay, weg hier. Und dann... Ah! Da kommen wieder die Fernkämpfer. Oh, Okay, Vorsicht, Vorsicht. Alles klar, kurz positionieren, so. Johann. Hit and run. Okay, ich bin getroffen. Wartet, wartet. Ich bin getroffen. Warum hat er das jetzt nicht? So will ich das auch. Okay. Bring. Alter, du blöder Bogenschütze, hau ab da. Ich muss als erster weg, sorry. Wow, wow, wow. Oh, gut, da sehr kommen noch mehr Bogenschützen. Ah, ist das Ding schon down, nice. Keiner will den Apfel. Braucht keiner, ne? Also ich brauche ihn nicht. Ich hole ihn mir gleich, glaube ich. Aber oh, mach mal. Oh, überall nur Gegner hier. Da. Oh, da ist ein Schwert. Ein Schwert. Ein Schwert? Angriffskraft. Ja, da oben auf dieser Insel. Ja, das ist, dass unser Angriff dann steigt. Oder unser Schaden. Ja, aber wie kommen wir da hin oder wie porten wir das raus? Tja. Boah, ist das geil mit so viel Mana. Ein Iro. Ein Iro. Mach ihn down, mach ihn down. Oh Mann, der macht mich down. Heilung bitte. Okay. Was ist hier? Nichts, warum nicht? Mano. Mano! Oh, danke. Ich hol mir den Apfel dann noch. Kriegt euch. Ja gut, dann, sonst heil mich und wir heben uns den auf. Wir haben einfach so viel Mana. Ah, ne? Danke. Okay. Nee, Feuer.
Oh, ja. Können die da durchschießen? Ja, ja, die können Dampfe durchschießen. Kiste, ey. Irokesen! Da sind die auch groß. Oh Gott, schnell flüchten. Die sind einfach zu krass. Hm. Drei Leute auf ihn. wo gehen wir jetzt lang? Da ist noch eine bronzene Tür. Ja, aber es gibt noch Pfade ohne. Lass mal die Statue dann kaputt hauen. Okay. Man, die hat auch eine ganz schöne Reichweite. Vorsicht. Oh. Du hältst sogar mehr aus als ich von diesen Schüssen. Autsch, Mann. Wer, ich? Oh, das war hart. Na, ich habe auch ein Mana-Schild. Ah, ja, ja. Stimmt, stimmt, stimmt. Ich glaube, ich klau mir mal den Apfel. Ich hab nur noch drei Helfen. Okay. Shit. Wird so oft getroffen. Timo, falls du kurz, genau. Dankeschön. So, Moment, ich positioniere mich mal hier. So, hier kam keiner hin, oder? Keiner von den Kugeln? Mist. Mein Laufweg ist hier ein bisschen zu lang. Genau, mach du's, Alex. Ach, verdammt, ich wollte auch auf das Ding schießen, aber Alex stand genau vor mir. Ich habe ihm null geheilt. Sorry. So, toll, weg ist es. Ja, super. So. Wo ist der nächste Irokese? Ich bin jetzt warm. Gut zu wissen. So, da haben wir uns noch ein bisschen. Boah, guck mal hier. Hier kann man bestimmt eine Passage aufmachen. Mhm. Muss man ja, sonst kommt man nicht zu der Treppe. Ja. Oh. Alter, was geht denn hier schon wieder ab? Ein Irokese. Ein bisschen Heilung gebrauchen. Komm her, Irokese. Komm her. Upp. Okay, Timo. Ha! Au! Moment, bleib mal stehen. Wow, das ist kein Mana. Geht dann hier ab, Mann, ey. Ah, danke. Das ist auch ein Apfel. Das ist wieder einer mit Mehrfachschuss. Pass auf. Boah, links gibt's richtig viel Kohle. Und wir haben den Schlüssel zu der Tür. Au, 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 wer schießt denn da auf mich? Was soll denn das? Verdammter Bogenschütze, ich krieg dich. Komm her. Komm, wir schießen ab. Ah, Mist, reicht nicht. Ach, Mensch. Flüchten! Oh Mann, was für eine Reichweite hatten das? Okay. Unendlich, ungefähr. Hier gibt's Reichtümer, dann holen wir uns die. So. Das ist die Belohnung nach der harten Arbeit. Okay, hier waren wir schon. Waren wir hier schon? Nee. Also wo wir waren hier noch nirgendwo. Ja, ich meinte nur. Ich würde sagen, wir erkunden links weiter, dann können wir uns. Okay. Nee, einfach so. Ja, ja. Egal wo wir hingehen, die Gegner werden auf uns warten. Oh Gott, was ist denn hier schon wieder los? Schon wieder so ein Irokese, pass auf. Timo, Vorsicht. Oh Mann, Güte. Ihr elenden Bogenschützen. Schnell Combo machen, ich muss mich mal ein bisschen heilen. Du machst das schon, Alex, ne? Im Moment komme ich gut klar, bis der nächste Irokese kommt, geht das. Sehr gut. Da ist so eine Bänderkorn. Diese kleinen grünen Dinger, die hier platzen, die sind sehr gut, um eine Combo zu starten, wenn man sich heilen will, weil da gibt es irgendwie immer vier Gegner auf einmal oder so ähnlich. Mhm. Und wenn man dann drei davon weggehauen hat, dann hat man schon eine Combo. Timo? Timo muss selber nochmal nachheilen. Ja, gerade. Ich heile gerade nach. Versuche okay. Nicht getroffen zu werden. Gut, dann bleibst du am besten hier stehen und wir kümmern uns um den Rest. Was ist das für einer? Das ist einer, der vier Pfeile auf einmal schießt. Die halten aber nicht viel aus. Okay, das Glück. Ist gut. Okay. Gibt's irgendwo Heilung auf der Karte gerade? Achso, ich werde automatisch geheilt, ne? Ja. Ja, ich dachte jetzt so. Einfach mal auf die Schnelle nochmal heilen. Komm, das ist doch bestimmt. Wow, was da ist eine Pyramide! Geil. Schön, dass du dich... Oh Mann, okay, Wollen wir nach oben oder nach rechts? Also, da oben ist eine Vendor-Coin und... Die wollen wir haben. Ja, ja. Rechts ist so eine Statue, die auf uns schießt, also... Ich würde mir die Vendor-Coin erschnappen. Ja, mach mal. Auch nicht mehr, aber so... Autsch. Heil. Geht's egal, noch komm, weiter, jetzt ja, kommt ne? Her, wow. Kommt her, hier ist ein Gegner. Lass mich hier nicht stehen. Alex steht voll in den komm Flammen, schon, komm schon, komm schon. Hey Leute, jetzt lasst mich hier nicht hängen. Was sollen wir denn machen? Wer kommt her? Du musst doch einfach runterkommen. Ach man, ja, aber die Chance ist, dass ich hier... Nice. Na gut. Lock die ruhig an, die Gegner, und wir killen die dann hier. Warum kommt ihr zu mir, ihr Mistleute? Oh Gott, jetzt ist der noch gebufft. Nee. Nee. Ah.
Mit Irokesen kenne ich mich aus. So. Jo. Also oben ist noch was, ja? Jo. Danke, Timo. Also Timo müssen wir hier lassen, sonst stirbt er wahrscheinlich. Aber irgendwer muss mitkommen, also komme ich mit. Gut. Nice. Sehr gut. Aber wie viel Zeit haben wir jetzt noch für die Folge? Noch ein paar Minuten. Gut. Oder auch nicht, ich weiß es gar nicht genau. Bis 55. Okay. Und hier ist noch ein Bogenschütze. Ja, komm mal hier zurück, damit wir die sehen. Da ist nämlich noch einiges. Okay. Okay. Oh, die Bogenschützen sind echt... Pack hier blödesten. Iros. Mit Iros kenne ich mich aus. Ja, mit zwei Iros. Klar, zwei Iros sind gar kein Problem. Zwei Bogenschützen sind schlimmer. Wow, da sind aber ganz schön viele Bogenschützen. Gut. Alles downgemaked. Alles downgemaked. Spawnpunkt zerstört. Da ist auch schon ein Speicherpunkt. Ein Speicherpunkt? Ja, längst. Geil. Ja, der kommt ja wie gerufen. Der kommt wie gerufen, in der Tat. Haut ab, ihr ollen Skelette. Mhm. Ein Iro. Komm her, du Iro. Oh, er hat sich wieder gebufft. Yep, er hat sich verwandelt. Hat ihm überhaupt nichts genützt. Ja. Ich habe den Speicherpunkt noch nicht entdecken können. Warte, ich gehe gleich mal drauf. Mann. Okay, ja. Geleite uns mal rein. Komm, irgendeine blöde Wand muss doch hier zerstörbar sein. Das kann man nicht sein. Hier sind ein paar Äpfel. Timo, hau rein. Ah, hier ist er, alles klar. Ja, dann können wir an der Stelle jetzt mal ein kleines Folgenpäuschen machen, denke ich. Das ist eine gute Idee. Ja. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Jo, bis dahin. Bis dann. Tschüss.